Hallo, guten Abend. Pünktlich 8 Uhr. Ihr seid hoffentlich alle dabei oder fast alle. Ja, leider wieder YouTube-Livestream. Aber ich hoffe, wir können das im Dezember wieder fortsetzen in der TVE-Halle. Aber besser als nichts, denke ich. Und deswegen fangen wir auch gleich an. Nur so viel vorneweg. Wir machen so ein bisschen gekürztes Aufwärmprogramm, weil das ja ganz allein zu Hause auf dem Teppich, denke ich, nicht so spannend ist. Ihr könnt ja, wie gesagt, Radfahren bei dem schönen Wetter und joggen und spazieren gehen und walken und machen dafür ein bisschen länger Stretching und Kräftigungsübungen. Ja, Musik kriegt ihr mitgeliefert und auch im zweiten Teil Kuschelrock. Dann geht's los. Nach oben strecken und fallen lassen.
nach oben die Arme und unten im Wechsel. Bein nach hinten. Oh!
lockern. Gehen. Seitenwechsel und mit dem Arm. Und gehen. Nur noch zwei Lieder, dann habt ihr die schweißtreibende Einheit geschafft. Und jetzt kommt für die Skifahrer die Spezialübung. Und wir
kann noch ein bisschen tiefer. Das letzte Lied, ihr habt es gleich geschafft, aber der Takt wird dafür schneller. Und den Arm dazu, wechselseitig. Ferse zum Po. Und ranziehe mit Kraft. Und rechter Fuß zur linken Hand und wechsel. Und vorne, Ellbogen zum Knie, diagonal. Und gehen. Und locker schwingen. Okay, das war schon. Wir holen die Matte und ein Handtuch. Keine Angst, ich gehe nicht ans Telefon. Das reicht natürlich auch ein weicher Teppich oder eine ganz dicke Decke. Aber für die Knie ist es natürlich gesünder, wenn ihr ganz gut gepolstert im Kniestand nachher euch positionieren könnt. Okay, ich hoffe, ihr seid alle bereit. Dann geht's wieder los.
Sitz. Beine ausstrecken und lockern. Die Hände hinter dem Pobacken aufsetzen, die Schultern damit ein bisschen nach hinten dehnen und die Schultern tief ziehen, nicht an die Ohren. Das Brustbein nach vorn oben zur Decke ziehen. Und die Beine auf und ab fallen lassen, die Waden von der Matte massieren lassen. Und die Hände ein bisschen weiter zusammen hinter dem Rücken. Und wieder aufrichten, gerade Rücken, Beine etwas öffnen, Füße drehen. Schmerzen, Hände ganz zusammen, bis sich die kleinen Finger berühren und trotzdem möglichst kein Buckel, aufrollen, aufrichten, Beine locker drehen. Hände lösen, Unterarme ab, Radfahren. Und wir wandern dabei nach rechts. Den Bauch anspannen, bisschen nach unten ziehen die Lendenwirbelsäule mit den Bauchmuskeln. Und Seitenwechsel. Und wieder zur anderen Seite über die Mitte. Schön entspannt ein- und ausatmen. Keine Pressatmung, auch wenn es langsam anstrengend wird. Langsam zur Mitte kommen. Und die Beine ab. Kommt in den Sitz. Ich drehe mich mal zu euch. Schneidersitz. Arme vorne ablegen. Oberkörper nach unten sinken lassen, entspannen. Völlig passiv, einfach hängen lassen den Oberkörper. Nur die Schwerkraft zieht den Kopf Richtung Boden. Ganz langsam die Wirbelsäule aufrollen,
Kopf bleibt hängen bis zum Schluss. Die Lendenwirbelsäule beginnt. Dann die Brustwirbelsäule. Und am Ende die Halswirbelsäule strecken. Setzen die Fäuste neben dem Becken auf. Den Po nach oben drücken, dass er in die Luft schwebt. Und jetzt ein bisschen nach unten schütteln das Steißbein. Die Bandscheiben entlasten. Und langsam ganz gerade absetzen. Gerade Rücken. Arme über die Seite nach oben. Und wir stellen uns vor, wir haben einen Stab in der Hand, der an der Decke mit einer starken Feder befestigt ist. 10-mal mit viel Kraft den Stab hinter den Hinterkopf ziehen. Arme weit nach hinten drücken dabei. Und nach unten ausatmen dabei. Arme ganz runter am Ende. Und von der Feder die Arme passiv nach oben ziehen lassen. Anspannen, Ellbogen nach hinten und mit Kraft nach unten. Arme können ruhig zittern. Einatmen beim nach oben führen. Anspannen, ausatmen. Rücken möglichst schön gerade lassen. Das sieht man vielleicht besser. Und ein letztes Mal. Arme vor, wir nach vorne sinken lassen, entspannen. Schneller aufrollen, Beine öffnen, locker. Und wir rollen auf den Rücken. Arme die Waagrechte ausbreiten und die Beine locker. Beine nach oben, Knie leicht gebeugt und leicht nach links neigen und über die Mitte nach rechts. Wenn es zu leicht ist, die Beine ein bisschen tiefer zum Boden bringen und ein bisschen mehr strecken.
Beine ab, lockern. Die Fußsohlen zusammen, Oberschenkel öffnen, Fersenrand zum Gesäß. Arme die Waagrechte, Augen schließen, entspannen. Beine schließen, öffnen, locker. Wir schieben die Hände an den Oberschenkel nach oben bis zum Knie. Kopf, Oberkörper etwas aufrichten. Ausatmen beim Hochkommen. Einatmen beim Senken. Schön langsam im Takt der Musik. Beine weit öffnen, rechten Oberschenkel mit beiden Händen und ablegen, lockern. Der rechte Winkel im Kniegelenk. Arme die Waagrechte ausbreiten. Und wir heben das Becken langsam an, weit nach oben. Und senken, ohne abzusetzen, wieder hoch. Und weitermachen. Nehme ich gerade mal zur Seite. Da seht ihr, die neu sind, ein bisschen besser. Und wieder nach oben. Weiter atmen. Und senken, ohne den Boden zu berühren, hoch. Halten. Weiter atmen.
bleiben, die Arme nach hinten strecken. Wer schafft, knapp über den Boden halten, die Arme in der Luft. Wer es nicht schafft, Arme ablegen. Und im Wechsel ein Bein heben. Unterschenkel bleibt hängen, Hüfte hoch. Weiter atmen beim Wechsel. Aber das Becken hoch. Wechsel. Jetzt den Unterschenkel vor, Fußspitze ran, die Bahn ein bisschen mit denen, Hüfte hoch, Arme noch immer in der Luft, wer das kann, keine Pressatmung, langsam die Beine wechseln, aber die Hüfte bleibt die ganze Zeit oben, wenn es geht. Wenn es zu schwer wird, zwischendurch einfach Becken ablegen, kurz ausruhen und wieder einsteigen. Beim Wechsel. Die Fußspitze nicht vergessen. Hopp. Und ab das Becken, Arme zur Seite, Beine lockern, entspannen. Und nochmal die Fußsohlen zusammen. Beine öffnen, Fersen ran zum Gesäß, Arme zur Seite ab, Augen schließen, entspannen. Beine schließen,
Kopf, Oberkörper aufrollen. Drücken mit den Ellbogen gegen die Knie, Oberschenkel. Kopf, Oberkörper heben, soweit es geht. Und jetzt mit voller Kraft Arme gegen Beine. Bleib im Gleichgewicht. Trotzdem weiter atmen. Und 25, 30 Sekunden halt. Und los. Entspannen, Fußsohlen zusammen, Arme öffnen, Beine öffnen. Tief in den Bauch hineinatmen. Und noch einmal aufrollen. Arme gegen die Beine drücken und feste. Und ein letztes Mal. Und feste 30 Sekunden. Und ab und lockern. Knie zusammen, Bein rechts, Kopf links, entspannen. Seitenwechsel, Beine links, Kopf rechts, I
zurück. Beine etwas öffnen und lockern. Wir legen den linken Fuß aufs rechte Knie. Greifen mit den Händen unter den Beinen durch an den Oberschenkel. Den rechten Unterschenkel hängen lassen. Kopf-Oberkörper ablegen. Kleine federnde Bewegung mit den Beinen Richtung Kopf, Schulter, den linken Gesäßmuskel dehnen. Und langsam zurück. Füße nebeneinander, Beine lockern. Und wir legen den linken Fuß aufs rechte Bein. Rechten Oberschenkel greifen. Und wieder leicht federnd ranziehen. Und zurück. Beine lockern. Arme, Beine nach oben schütteln. Und Rad fahren. Oberschenkel fassen und Kinn auf die Brust. Den runden Rücken abrollen. Okay, kommen wir in die Bankstellung. Wir kreisen mit der Nase am Boden entlang, Po zu den Fersen schieben, mit der Nase am Boden entlang nach vorne rollen und den Katzenbuckel wieder zurückschieben, hin zu den Knien.
andersherum. Nach vorne gehen, Arme beugen, den geraden Rücken zurück und den Katzenbuckel vorrollen. Okay, Arme vor, Daumen zusammen, Knie zusammen, Po zu den Fersen, die Ellbogen durchdrücken, Blick zum Boden und halten, entspannen. Und aufrollen. Wir kommen hoch in den Kniestand. Beine leicht öffnen. Die Arme nach hinten, Hände falten. Die Schultern tief drücken, Hände weg vom Po. Die Hände lösen, Arme überkreuzen vor dem Körper, Hände auf die Schultern, die Ellbogen sinken langsam nach unten, Augen schließen, entspannen. Und die Arme fallen lassen, locker schwingen. Die rechte Hand an den linken Oberarm, Schulterpartie dehnen, den Arm zur Seite ziehen.
und zurück. Arme locker schwinge. Und den rechten Arm nach links ziehe. Zurück und locker schwingen. In die Bankstellung. Unterarm ab. Die Knie nach oben. Wer weniger Kraft hat, den Po bis hin zur Decke schieben. Und wer es schafft, Körper parallel zum Boden. Ellbogen stützen über dem Schultergelenk. Po zusammenpetzen, Rumpf anspannen und halten. Und wer möchte, ein Bein heben, kurz halten. Seiten wechseln. Hopp. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und ab die Knie. Hände aufsetzen, zurück in die Bankstellung. Wir kreisen mit dem Becken über die Seite. Abwechselnd ins leichte Hohlkreuz gehen und hoch in den Katzenbuckel heben. Die Arme machen die Bewegung mit, leichtes Beugen und Strecken. Andere Drehrichtung.
Unterarme ab, das rechte Bein zurück, Fußspitze aufsetzen, die Wade dehnen. Seitenwechsel. Und langsam wieder vor. Hände aufsetzen. Komm hoch in den Kniestand. Ein Bein aufsetzen, den geraden Rücken hochstemmen. Stellen uns nochmal auf. Kopf zur rechten Schulter fallen lassen. Und langsam über die Mitte nach links. Zurück zur Mitte und mit dem Kinn von der rechten zur linken Schulter vor dem Oberkörper hin und her pendeln. Und den Kopf gerade heben. Ich danke euch, das war's schon wieder für heute. Ja, Schande über mein Haupt. Ich begrüße natürlich jetzt nachträglich auch noch meine lieben Donnerstagmittagssportlerinnen und Sportler, die zukünftig freitags turnen sollten, wozu es ja leider gar nicht mehr kam. Aber wir sehen uns wieder, wie gesagt, nächsten Dienstagabend um 8. Aber das Video bleibt, wie gesagt, online. Ihr könnt es also an jedem anderen Tag, nachts, um wie viel Uhr auch immer, nachholen. Bleibt fit und gesund und bis nächsten Dienstag spätestens. Tschüss!